Willkommen zur Erdbebenberechnung mit Axis VM. Als Beispiel verwende ich ein typisches Wohn- oder Bürogebäude mit einem Untergeschoss und 6 Geschossen über Terrain. Bei der Eingabe habe ich mich auf einen möglichst einfachen Aufbau des Modells geachtet, um später die Netzgenerierung nicht unnötig zu behindern. Ich berücksichtige ein einfaches Lastsystem mit Eigengewicht, Nutzlast und Windlast. Um das Netz zu optimieren und letztlich die Rechenzeit zu verkürzen, habe ich vorgängig unterschiedliche Maschenweiten für die einzelnen Bauteile definiert. Eine statische Berechnung dient zur Kontrolle des Modells. Anhand der Verformungen kann ich das Modell ohne großen Aufwand qualitativ beurteilen. Zunächst lege ich fest, welche Massen in der Bemessungssituation Erdbeben vorhanden sind. Dazu erzeuge ich eine Lastfallkombination, welche die ständigen und quasi ständigen Lasten enthält. Ich vernachlässige dabei die Windlast, da sie nicht durch eine Masse verursacht wird. Um die Rissbildung im Erdbebenfall und den damit verbundenen Steifigkeitsverlust zu berücksichtigen, habe ich die Möglichkeit, die Steifigkeiten der einzelnen Bauteile für die Schwingungsanalyse zu reduzieren. Die Berechnung der Eigenschwingungen bildet die Grundlage für die spätere Berechnung der Erdbebenlast. Für die Erdbebenberechnung verwende ich eine Schwingungsanalyse nach Theorie erster Ordnung mit einer vorgegebenen Anzahl Eigenschwingungen. Es ist leider nicht möglich, im Voraus zu bestimmen, ob die gewählte Anzahl Eigenformen den Anforderungen der Norm genügt. Die Massen werden anhand der zuvor eingegebenen Lastfallkombination automatisch ermittelt. Falls gewünscht, kann ich die Steifigkeitsreduktion auch vernachlässigen. Die vertikale Massenkomponente und damit der vertikale Anteil der Erdbebenlasten kann im Allgemeinen vernachlässigt werden. Im nächsten Schritt überprüfe ich die Teilnahme der Eigenformen respektive den modalen Massenanteil. In diesem Fall liegt der modale Massenanteil weit unter der Anforderung der Norm von 90% der realen Massen. Dies wird vor allem dadurch verursacht, dass die Masse des Untergeschosses berücksichtigt wurde, obwohl sie unter dem Einspannhorizont liegt und damit als nicht schwingungsfähig angesehen wird. Ich erstelle nun 2 neue Lastfälle, Eigengewicht, Untergeschoss und Nutzlast, Untergeschoss. Ich aktiviere den Lastfall Eigengewicht und stelle nur das Untergeschoss dar. Ich öffne jetzt den Eigenschaftseditor und verschiebe das Eigengewicht aller Bauteile unter dem Einspannhorizont in den neuen Lastfall. Für die Nutzlast gehe ich genau gleich vor. Ich verschiebe die Nutzlast auf Bauteile unter dem Einspannhorizont in den neuen Lastfall. Um den Einspannhorizont abzubilden, dürfen die neuen Lastfälle nicht für die Massenermittlung berücksichtigt werden.
Ich führe eine neue Schwingungsanalyse durch, um die veränderten Massen zu berücksichtigen. Die Kontrolle der Teilnahme der Eigenformen zeigt jetzt, dass der modale Massenanteil nur noch knapp unter der Anforderung der Norm liegt. Ich stelle fest, dass einzelne Eigenformen keine oder nur eine sehr geringe modale Masse aufweisen und deshalb für die Erdbebenberechnung nicht relevant sind. Bei der Betrachtung dieser Eigenformen stelle ich fest, dass es sich um lokale Eigenformen handelt. Das heißt, es werden nur einzelne Bauteile in Schwingung versetzt. Um lokale Eigenschwingungen auszuschließen, muss ich die Masse der betroffenen Bauteile vernachlässigen. Ich verschiebe deshalb das Eigengewicht der betroffenen Wände in den Lastfall Eigengewicht Untergeschoss. Um die Massen nicht vollständig zu vernachlässigen, führe ich einen weiteren Lastfall ein und definiere diesen als unabhängig. Damit wird dieser Lastfall nicht automatisch mit anderen Lastfällen kombiniert. Als Ersatz für das Eigengewicht der Wände führe ich eine Linienlast am Wandfuß ein. Die Ersatzlast für das Eigengewicht der Wände muss für die Massenermittlung berücksichtigt werden. Ich passe deshalb die Lastfallkombination entsprechend an. Ich führe nochmals eine Schwingungsanalyse durch, um die veränderten Massen wieder zu berücksichtigen. Ich stelle fest, dass die lokalen Eigenformen nicht mehr auftreten und der modale Massenanteil den Anforderungen der Norm genügt. Ist die Teilnahme der Eigenformen auch mit diesen Maßnahmen zu gering, muss ich eine größere Anzahl Eigenformen berücksichtigen. Nicht benötigte Eigenformen kann ich ausschalten, um keine Erdbebenlasten für diese Eigenformen zu berechnen. Ich erstelle einen Erdbebenlastfall, dieser enthält aber vorerst noch keine Lasten. Die Erdbebenlasten werden anhand der eingegebenen Parameter automatisch berechnet. Der Bedeutungsfaktor anhand der Bauwerksklasse, der Verhaltensbeiwert nach dem Bauteilverhalten, ich gebe den Wert zweimal ein, die horizontale Bodenbeschleunigung nach Erdbebenzone, und die Baugrundklasse, die mir das Antwortspektrum festlegt. Das vertikale Spektrum werde ich vernachlässigen, ich brauche deshalb keine weiteren Eingaben. Zusätzlich kann ich den Torsionseffekt infolge zufälliger Exzentrizität berücksichtigen. Ich definiere dazu die Höhenlage des Einspannhorizonts und der einzelnen Geschossdecken. Mit Bestätigung der Maske erhalte ich eine Information, dass die Teilnahme der Eigenformen in vertikaler Richtung kleiner als 90% liegt. Die Erdbebenlasten wurden automatisch berechnet und an der richtigen Stelle angesetzt. Eine statische Berechnung berücksichtigt die Erdbebenlasten und die statischen Lasten. Erdbebenlasten sind außergewöhnliche Lasten und deshalb im Gebrauchstauglichkeitszustand nicht enthalten.
Um die Verformungen infolge Erdbeben auszuwerten, betrachte ich den Tragfähigkeitszustand. Bei der Darstellung von Schnittkräften sind die Erdbebenlasten berücksichtigt, da diese als Vorgabe auf Tragfähigkeitsniveau dargestellt werden. Für die Auswertung der Schnittkräfte an einer Wand definiere ich einen Segmentschnitt. Ich aktiviere die Option integriert über das ganze Segment, um die Schnittkräfte der Wand an einem Ersatzstab darzustellen. Die Darstellung der Schnittkräfte des Ersatzstabs ist möglich für einzelne Lastfallkombinationen, aber nicht für Grenzwerte. Zur Kontrolle des Modells werden in der Gitternetzansicht die Massenmittelpunkte und die Steifigkeitszentren der einzelnen Geschosse dargestellt. Die Tabelle Seismische Empfindlichkeit der Geschosse zeigt zusätzliche Informationen wie die totale Vertikallast, die Horizontallast und das Verhältnis von Horizontal- zur Vertikallast. Ausführliche Anleitungen zur Modellierung und zur Erdbebenberechnung finden Sie in unserem Power User Training. Das Supportbuch enthält weitere Tipps und Tricks. Besuchen Sie uns auf dem Internet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.